Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Anno 1800 Endlosspiele in Fortgeschritten mit Tipps für Einsteiger. Ich bin Isibana von den Schmuffels und schön, dass ihr da seid. Ja, ich beginne mit einer Krankheit, aber zum Glück haben wir so viele, so viele, wie heißen die Dinger? Warten aufgestellt, Wetterwarten, nee, keine Ahnung. Dass sie so gleich wieder geheilt wurde. Wie heißen die denn jetzt, Sand? Naja, egal. Ja, hier ist unsere Gänsefederfarm. Also, das ist schon sehr, sehr süß. Hier sind unsere süßen Gänsis. Oh. Die fühlen sich bei uns sehr wohl und schenken uns ein paar Federn dafür. Ja. Oh, wie cool ist das? Äußerst Aha. verheißungsvolle Karten liegen auf dem Ja, Tisch. schön. Neue Expedition, hoffentlich drei Totenkopf. Nein, okay. Ich habe keine Ahnung, warum da keiner daherkommt. Löscht jetzt mal. Und hier auch. Und hier auch. Archäologisch lasse ich, weil fürs Museum kann man immer Items gebrauchen. Genau, unsere Holzfällerhütte hat zu wenig Radius Uns und fehlen noch Mittel. ja, ich weiß. Schon anhalten. Ich hole jetzt hier ein paar Raumfälle schon ab, dann geht es schon ein bisschen besser. Okay. Gut. Geleitschutz beginnt. Also. Jetzt muss ich mich selbst einmal schimpfen, denn ich habe davor auf Pause gedrückt, weil ich dachte, das Bohren an der Wand, ja, das würde ein bisschen überdecken. Und deswegen habe ich pausiert, ja, bis es wieder vorbei ist. Und ich hoffe, man hört es jetzt nicht auf dem Video dann, wenn ich es anschaue. Ja, habe aber vergessen, wieder auf Play zu drücken und habe einfach munter weitergebaut. Nämlich habe ein bisschen mehr Häuser hierher gebaut. Habe mich gefreut, dass alles so passt. Und ja, dass es eine schöne Stadt geworden ist. Sonst wird die halt immer chaotisch. Dann habe ich noch ein paar mehr Walfängereien hier gebaut. Und die Irgendwas Holzfällerhütte habe nicht ich mit deiner ausgelagert, sowie Herangehensweise? eine neue Rentierjagdhütte. Dann habe ich die Expedition noch gemanagt. Also ich habe sehr viel gemacht. Keine Ahnung. Es ärgert mich schon ein bisschen, ja. Hier eine Kerzenmacherei. Aber man muss halt eben ein bisschen auch auf das Aufnahmeprogramm achten. Ja, was es so tut. Naja, ich hoffe, es ist okay. Einen Waldgürtel wollte ich hier auch noch bauen, hier. Weil hier werde ich sowieso nichts bauen. So, es ist aber voll teuer, sowas, sage ich euch. Ja, genau. Ich war dabei, hier Öllampenfabriken zu bauen, nämlich zwei Stück. Dafür habe ich schon zwei Walfänger reingebaut und möchte eben zwei Messinghütten. Und genau, dafür brauchen wir Zink und Kupfer. Und das hole ich mir hier. Die Krippe geht schon wieder um, aber meine Polarwächter sind schon auf Zack. Aus der alten Welt müsste ich das rankarren. Das heißt, ich werde hier in Jolinje das Kupfer hier abbauen, nach Adonia schippern, wo ich zu wenig Arbeiter habe. Es gibt eine Menge zu tun. Aber die Post gerade abgeschöpft wurde. Okay. Es legt sich schon wieder. Ihr könnt ein bisschen Messing hier tauschen. Aber ich glaube, das produziere ich lieber selbst. Ich brauche ein Schiff. Du nimmst auch irgendwelche Items hier mit, die wir da so geladen haben.
Wobei die Kanonenfabrik, die könnte ich jetzt einmal schließen, weil die brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Die Lager geht nicht mal mehr zu. Wie viel haben wir denn davon? Eine, okay, das ist die einzige. Ja, bitteschön. Gut, dann machen wir auch zu viel Stahl, denke ich mal. Achtung, der Boss. Wir drehen hier nur noch Däumchen. Nein, passt. Dann lass mal das so. Also gut, Jungs. Ja, ich brauche ein Schiff. Hat Anne ein Schiff für mich? Bereit zum Einsatz. Dann nehme ich halt das Schlachtkreuz, aber ganz ehrlich hier. Ich will da nur ein paar Baumaterialien verlagern hier. Okay, Warte auf Befehle. Wobei, ich brauche das Frachtschiff. Na gut. Ich schippe in die alte Welt hier. Die Halunke. Dran anhalten. Ah, so viele Schiffe hier. Okay. Frachtschiff steht bereit. Die Route von der alten Welt in die Arktis ist kürzer als vom Kap in die Arktis. Also das können wir uns mal kurz anschauen. Denke ich mal so. Ja, es wäre logisch. Denn das Kap ist hier und die alte Welt ist hier und die Arktis ist hier oben. Das heißt, wir müssen hier den ganzen Weg dann raufschöpfen. Deswegen würde ich alles, was ich für die Arktis brauche, hier in Adonia produzieren und dann in die Arktis schippern. Ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Das heißt, die Werft braucht Unterhalt. Kann man auch abreißen hier. Solche Schiffe werden wir nie wieder machen. Das heißt, die Segeltuchfabrik, ja, okay, die lassen wir jetzt einmal. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Tja, ich auch nicht. Das heißt, wir machen eine Route. Von der alten Weg Adonia. Und zwar liefern wir hier in die Arktis Schnaps. Schnaps und Messing. Haben natürlich noch keinen, aber kommt alles noch. Okay, dann machen wir eine neue Gruppe. Avi Arktis. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Was habe ich jetzt geklickt? Hat es funktioniert? Ich glaube schon. Faunaugen. Nein. Seltene Schmetterlings. Warum so gemein? Weil du dich nicht ausbreiten sollst, wie so eine wilde. Ja. Okay. Anhalten. Und ihr zwei fliegt bitte nach Adonia. Hallo, nach Adonia bitte. Danke. Denn ich brauche euch als Rumkarrer. Ah, Kapitän Morris kommt. Da geht's ab hier. Gut, alles wieder voll. Das freut mich. Kisten unter Deck. Okay. Ja, die Arktis lassen wir jetzt mal vor sich hin. Ja, den Schnaps können wir ihnen schon gewähren. Dann haben sie es noch ein bisschen feiner. Dann werden sie auch nicht so schnell krank.
Oi, Entdecker brauchen wir. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Okay, dann können wir ja schon mal in aller Ruhe unser nächstes Viertel hier planen. So eine schöne Musik. Mal schauen. Der Teufel fordert sein. Ja, das Tough Air. Okay. Kämpfen, falls eine nötig. Belohnung entdeckt. Wir haben davor schon eine Belohnung bekommen. Okay, wir lassen die Kristalle über Bord gehen. Wir haben hier eine Blume für den Garten davor bekommen. Das habt ihr auch nicht gesehen. ja. Oh Gott. Soundbug. Keine Ahnung, was das ist, aber das nervt. Das nervte. Und ich spiele ohne Mods, wisst ihr? Ohne Mods. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, dann brauchen wir noch eine Kantine. Bei hier hat auch noch ein Häuschen Platz. Und hier auch. Die Kantine. Bauen wir hier einfach runter. Oh nein! Hierher, Baumasse, genau. Wenn ich sie drehe? Ah, ne. Ich muss auch noch Polarwächter einplanen. Wahrscheinlich später kann ich sowieso wieder umändern, weil... Ja. Weil es bestimmt wieder neue Gebäude kommen werden. So, eine Polarwacht. Pflanz mal hier rein. Schön. Ich liebe das. Okay. Ja, das wird ja schon mal so eine kleine Stadt hier. Unser Lager. Die alte Welt. Unsere Luftschiffe sind da. Das heißt... Bretter, Backsteine... Was brauchen wir noch? Für eine Kupfermine. Bretter, Backsteine, Stahlträger, Fenster und Stahlbeton. Geben Sie uns einen Kurs. Okay.
Ah, Fenster. So, ihr zwei. Dürft schnell her schippern. Ist ja Gott sei Dank nicht weit. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Yay, ein Bankier. Sehr gut. Wir sind bereit. So, du ladest es hier aus und... Warte auf Befehle. Wo ist unsere Kupfermine? Hier ist sie. Wir lassen das Konto auch gleich da, weil das ist am nächsten zu unserer Stadt, zu unserer Hauptstadt. Dann brauchen wir hier noch ein Lagerhaus, eine Feuerwache und Stahlbeton. Okay. Neutralen Auftrieb erreicht. Gut. Stahlbeton holen wir jetzt gleich. Hierher. Einen Platz zu wenig haben sie schon als Frachtplatz. Aber sie sind super schnell. Genau, und dann sagen wir hier zum Beispiel... Achso, ja, ich hätte einen Schoner bauen können. Naja. Sagen wir hier dem Schiff hier, dass du total unterfordert sein wirst, denn du wirst nur hier einmal Kupfer hierher schippern. Das war's. Mehr wirst du nicht machen. Alte Welt. Genau. Und dann schauen wir nochmal, ob wir hier genug Schnaps produzieren, denn ich glaube nicht. Für King William Island. Ah, doch. Wow. Hoho. Doch, machen wir. Machen wir. Super. Okay, dann bauen wir hier auch noch Zink ab. Gut, Lagerhaus hin. Wo ist das Lagerhaus? Feuerwehr hin. Und wir machen hier auch noch zwei Messinghütten. Ja, hier. So. Dann läuft es schon mal. Schnaps haben wir. Messing haben wir für Öllampen. Gut. Und ja, genau, wir können ein paar Bretter schaden ja nicht. Warte auf Befehle. So, ab in die Arktis. Ork B. Neue Befehle? Bietet nicht genügend Platz, ja, dann... Dann fährst du in die neue Welt zur Isabel Samento. Die freut sich immer auf sowas. Okay, und du... Flaggschiff erwartet Anweisungen. Du nimmst auch irgendwas mit. Gibt es da irgendwas Wichtiges? Anscheinend nicht. Na gut. Dann die hier. Steuermann? Geben Sie uns einen Kurs. Viel Spaß. Okay. Ach, Sie sind viel zu gut. Dann müssen wir uns noch um die... Das freut mich. Um ein paar Bauern noch bemühen. Alle stehen bereit. Ja. Yeah. So. Eine Straße.
denn wir brauchen mehr Arbeiter. So, ich glaube, das reicht. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. La Manzanilla de la Muerte, okay. Schauen wir mal, was der Arzt so drauf hat. Gut. Okay. Das erste Kupfer. Oh, danke schön. Bente, 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 wo hast du denn das Geschenk versteckt? In welcher Welt? Ist das die neue Welt? Ja. Okay. Aber da haben wir kein Luftschiff mehr. Ist wurscht, dann nehmt's halt. Ein letzter Blick. Ja, ein letzter Blick. Okay. Oh. Rivale holt sich Anteile zurück. Ja, genau. Da haben sie es. Blutrot. 81. Oh ja. Okay. Also, das Messing in der neuen Welt wird... Wo bin ich denn hier? Also in der alten Welt. Was rede ich denn für ein Blödsinn? Es tut mir so leid, dass ich hier rumzapple. Wird hier produziert. Aber an einem wunderschönen Fleckchen hier auf unserer wunderschönen Stadt. Wir werden beobachtet. Ja? Um dann in die Arktis verschifft zu werden, wo sie dann zu Öllampen verarbeitet werden, damit die Arktis ein bisschen ein leuchtenderer Ort wird. Ah, wo ist die Sonne? Ist sie schon untergegangen? Wir können mal schauen, ob wir hier alles... Nein, Kohle brauchen wir. 2 Tonnen, okay. Die darf uns hier nicht ausgehen. Ich habe schon lange jegliches Gefühl. So. Kohle passt jetzt soweit. Können Sie sich damit einschmieren? Ja, Pemmikanfleisch passt. Es passt alles. Schlafsäcke? Passen auch? Okay. Super. Ah, jetzt geht die Sonne unter. Schön. Ja, wächst und gedeiht unser kleines Lager hier. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch die Folge Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Für Tipps und Tricks bin ich immer da. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.